Herr Präsident, meine Damen und Herren, immer wenn ich Herrn Glaser höre, schafft er eine Steuer ab. Dienstag war es die Grundsteuer, heute die Grunderwerbsteuer. Dienstag waren es 14 Milliarden, heute sind es 13 Milliarden. Kann man ja mal so locker machen. Ne? Wir haben es ja. Also irgendwie müssen wir seriös miteinander reden, so geht das nicht. Wenn die FDP mit einem Antrag, bei einem Antrag warnt, dass etwas nicht zum Luxusgut werden sollte, dann werde ich auch hellhörig. Aber ich finde, es geht schon um eine ernsthafte Fragestellung, nämlich wie kann man die Bildung von Wohneigentum, wie kann man die eigentlich erleichtern? Die FDP verfolgt dabei ein, wie soll ich mal sagen, ideologisches Ziel. Sie möchte uns sozusagen zu einer Eigentümernation machen und identifiziert jetzt... Man folgt einer Idee, das ist eine Ideologie. Ist immer, wenn Sie was vortragen, ist es... Ja, wenn wir was vorhaben, ist Ideologie. Ja. Ja, Illusionismus auch. Also jedenfalls, Sie identifizieren die Grunderwerbsteuer. Die ist in der Tat auf 13,1 Milliarden deutlich gestiegen. Das ist eben dargestellt worden. Und die Frage lautet, liegt das am Bund? Antwort, nein. Liegt nicht am Bund, denn die Länder entscheiden über die Höhe. Sie kriegen auch das Geld. Kritisiert die FDP das in Wahlkämpfen? Ja, deutlich sogar. Und sagt, runter damit, wenn wir Verantwortung haben. Macht die FDP das da, wo sie Verantwortung hat? Antwort, nein. Das ist komisch, finde ich jedenfalls. Nein, nein, das wäre es auch noch schöner. Aber ist komisch. Aber im vorliegenden Antrag geht es ja um die Freibeträge bei selbstgenutztem Eigentum bei der Grunderwerbsteuer. Das ist schon ein ordentlicher Brocken. Das war nicht immer so, bis 1982 eben gesagt worden, 7%, da wollen wir nicht hinter zurück. Mit jeder Menge Ausnahmen, aber auch fürs Wohneigentum war sie nicht fällig. Dann wurde sie erhöht und dann kam man auf die ganz rasante Idee und hat gesagt, jetzt machen wir mal Länderföderalismus, das senkt die Steuern und das Ergebnis ist, heute ist die Grunderwerbsteuer für die kleinen Leute so hoch wie nie zuvor. Das war ein SPD-Ministerpräsident. Na, Sie waren immer dabei, meine Damen und Herren, Sie waren immer dabei, bis 82, nach 82 auf der Bundesebene waren Sie dabei. So, stattdessen gibt es heute bei den großen Immobilientransaktionen, Frau Tillmann hat darauf hingewiesen, durch Steuergestaltung, Steuertricks, dass die Grunderwerbsteuer vollständig eingespart wird. Das nennt man Share Deals. Da geht es laut hessischem Finanzministerium um 1 Milliarde jährlich. Daran muss man was tun. Das ist eigentlich eine viel wichtigere Angelegenheit. Jetzt komme ich aber noch mal zum FDP-Antrag von gestern. Da stellen Sie einen Antrag zur Entbürokratisierung im Wohnungsbau und heute legen Sie Bürokratie pur vor auf den Tisch. Noch ist die Grunderwerbsteuer nämlich eine einfache Steuer, das soll auch so bleiben, aber Sie machen daraus ein, um mal Ihre Sprache zu verwenden, Bürokratiemonster. Ja. Die Finanzämter müssen zahlreiche Faktoren abklären. Die Gründe für den Erwerb einer Immobilie, die spätere Nutzung müsste überprüft werden. Gibt es einen Freibetrag bei Mischnutzungen? Ab welchem Grad gibt es die Mischnutzung nicht mehr? Wie ist das beim Freibetrag für natürliche Personen mit einem lebenslang geführten Steuerregister? Wer macht das eigentlich? Wer soll das eigentlich bezahlen? Was passiert, wenn der Freibetrag ausgeschöpft ist? Also viele, viele Fragen. Wie lange dauert eigentlich Selbstnutzung? Ein Jahr? Ein Tag? Was ist mit Umzügen? Gibt es Härtefälle? Ich will es nicht weiter ausbreiten, aber es gehört auf jeden Fall dazu, ein Stück Abgebrühtheit dazu, gestern Bürokratieabbau zu fordern und heute Bürokratiekosten vollkommen auszublenden. Es geht hier offensichtlich um Ideologie, um eine Idee, der Sie folgen. Blind. Wenn die FDP glaubwürdig sein will, bleiben will, dann gibt es 3 Punkte. Erstens, senken Sie die Grunderwerbsteuer da, wo Sie Verantwortung haben und wo Sie es versprochen haben. Zweitens, machen Sie weiter mit, wenn es um die Begrenzung der Share Deals geht, damit die großen Grunderwerbsteuer zahlen, mit dessen Einnahmen vielleicht wir die kleinen Leute dann entlasten können. Und drittens, tricksen Sie nicht rum. Wenn Sie Freibeträge in den Ländern einrichten wollen, dann finanzieren Sie diese auch und schieben nicht die Wohltaten in den Ländern zur Finanzierung an den Bund. Zum Schluss will ich sagen, es sind viele Punkte im Koalitionsvertrag drin, die sind angesprochen worden, aber eins sollen Sie auch wissen. Für uns sind Mieter nicht weniger wert als Eigentümer. Wertvoll ist für uns das Recht auf Wohnen. Wertvoll ist für uns das Recht auf Wohnen. Bedingung guter Lebensqualität. Ja, es gehört für uns zur Heimat dazu. Das sollte bei Ihnen auch so sein. Herzlichen Dank. Dann erteile ich jetzt das Wort dem Kollegen Jörg Sessan, Fraktion Die Linke, zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag.